Ach, Gemeinde, da sind wir wieder. Hier, der Endcrafter und ich. Meine Wenigkeit. Auf, sag Genau. Hallo, sag es. Hallo, hallo, ja. Hallo, hallo. Ja. Lang ist es her. Ich hoffe, erkennen wir uns wieder. In all dem Glanz, in neuem Ich hoffe ja. Strahle. Nee, wie ihr seht, natürlich Da oben da. ist bisschen was anders hier, so bisschen, ja. Und da oben. Das hat einfach damit zu tun, dass wir uns ein paar Gedanken gemacht haben. Und haben ein bisschen darüber überlegt und über das Technik-Let's Play und wie auch immer und blablub. Edgrefte hat ja schon einen Server, beziehungsweise seinen Singleplayer-Technik-Let's Play, wo er einfach so unendlich Mods hat und hat halt auch schon fast 100 Folgen und hat schon viel gebaut. Und ich habe mir halt dann überlegt und habe mir Gedanken darüber gemacht und hab mir gedacht, alles, was wir jetzt in unserem Let's Play Together machen können, hat Edcrafter schon besser, weil er hat ja schon viel mehr Folgen gemacht. Und da habe ich mir eben so die Gedanken gemacht, bin ein bisschen die Sachen durchgegangen, weil mir das Let's Play echt voll Spaß macht und ihr auch echt mir coole, positive Resonanzen gibt, was ich richtig geil finde. Also echt Hut ab, wenn ich einen aufhätte, Hut ab an euch, geile Sache, wirklich Hammer. Wollte ich damit eben nicht aufhören. Habe ich mir eine Alternative gesucht und ja, da bin ich eben auf was Neues gestoßen. Und zwar nennt sich das Hexit. Ist ein von Tekkit, ein Launcher, also ein von dem Tekkit, bla blub, Ding hier, Dingy Bummy Dingy. Eine Abart, Abgeänderte die in die Art. Magic-Richtung geht. Wie gesagt, ich habe mir das auch nur ein bisschen durchgelesen. Genau kennen wir uns beide damit nicht aus. Es geht halt so in die Magic-Richtung. Forschen, blibla, Formcraft. Stormcraft, alles sowas. Das habe ich dann eben Edgecrafter vorgeschlagen. Ich habe gesagt, so und so, habe ihm das genauso erklärt wie euch jetzt. So und so sieht's aus. Was hältst du davon? Edgecrafter hat gesagt, ja, ist eine coole Sache. Es ist was, wo ich mich nicht auskenne. Und ja, oder? Das. Mal was ganz anderes, einmal von diesen Technikern ein bisschen weg, einmal in eine andere Richtung einschlagen. Soll ja mehr aus, Genau. das nicht nur in meine Richtung geht. Richtig, und das wäre halt bei unserem Let's Play Together, dass wir wollen gucken, ob wir das jetzt im Offline-Mode weiterspielen, weil es macht halt schon Spaß so. Ich spiele halt auch gerne So. mit Edcrafter und so. Oder ob wir da zwischendurch mal noch ein Video rausbringen, um euch zu zeigen, was wir jetzt noch so gemacht haben. Und aber Das wie sehen wir eh gesagt, dann. ja, weil Edcrafter eben halt schon so ein großes Technik-Let's Play hat. Und es ist halt auch für ihn mal was Neues. Es ist eine neue Seite, die ihr von ihm kennenlernt, von mir kennenlernt. Mal die Loser-Seite. Und ja, wo man halt mal sieht, okay, auch Edgrefter kennt sich nicht in allen Mods aus, gell? Das muss man ja auch mal so Also sehen. da muss ich gleich mal sagen, von den Mods da kenne ich wirklich nur einen und das ist Formcraft. Schöne Tasse ist wieder da. Ja. Und da wirklich nur ein wenig. Und Ja gut, ich natürlich. kenne auch nur Thormcraft ein bisschen. Wir haben uns natürlich schon mal ein bisschen hier so angeguckt und was da so ist und. Genau. Also es sind Sachen dabei, wie gesagt, wir haben noch keine Ahnung. Es ist was Neues, für uns was Neues, für euch was Neues. Ihr erlebt es mit uns. Höhen und Tiefen, Ängste und was weiß ich. Geil. Ja, ich freue mich. Ich freue mich und Nein. ich hoffe, ihr freut euch auch. Ihr seht, wir sind auf der Minecraft-Version 1.5.2 momentan. Haben Ja. 101 Mods drauf. Normal Hexit hat, ich glaube, 64 oder sowas, ne? Ja, ich glaube, normal Hexit hat 63 oder 64, Ja, ja. aber ich wäre nicht Edcrafter, wenn ich das nicht stoppen könnte. Nee, wir haben uns einfach nochmal in Google hingesetzt und haben noch viel weitere Mods gesucht, die auch mit Magie zu tun haben, damit uns einfach der Spielspaß nicht ausgeht und wir euch Ja, jede Menge eben, bieten können. ja genau, eben Magie und komplett so, sag mal so eine Mischung, so Vanilla Minecraft, aber eigentlich gar kein, weil mit 100 Mods kann man nicht von Vanilla Minecraft reden, Nee, aber aber eben anders. wir haben Kein keine Industrial Craft, Technik-Mods. nichts Technik, also null. Wir haben keinen Sprich, einzigen wir Technik-Mod haben drin. stinknormale Eisenöfen, das ist das Maximum, was wir in kleinen Öfen haben, glaube ich. Ja, ich glaube auch Eisenöfen, ja. Kisten haben wir wohl ein paar, diese extra Dimension Ja, Kisten oder wie die heißen. genau. Aber sonst kein Maserat oder nix. Also, das wird ein zäher Brocken werden, da die Ja, Rohstoffe zu tja, sammeln. aber es ist eben auch dann kein Jetpack und vielleicht kann man mit irgendeinem Magie-Mod ein bisschen fliegen. Keine Keine Ahnung. Quantumrüstung. Oh, du Nichts, Kacke. keine Rüstung. Erkundungstouren, Berge hochklettern, nicht hochfliegen und alles so lauter Gedeh und Spielereien und wie gesagt, was ganz Neues und ja. Genau. Ja, fangen wir Würde mal an, oder? sagen, wir fangen mal an. Also die Welt haben wir uns selbst noch nicht mal angeschaut. Die habe ich neu raufgetan.
Hier steht ja, schon Hexit bei Klo und Co. Connect mal gleich mal drauf. Ich weiß gar nicht, wie die Welt aussieht. Es ist auch Twilight Forest drauf. Aha, okay. Ja. Ah, da ist er. Auch, Da ist er. Auch schön links oben angezeigt. Ja. Das ist obergeil. Das, das ist richtig cool. Immer so, auch wenn man jetzt hier sich bewegt, sieht ja, man das. Keine Ahnung. Wenn ich so mit dem Kopf bewegen muss, schauen, siehst du auch direkt oben in das Bildchen. Obergeil. Ja, das ist richtig cool. Und auch bei dem Monster, da sieht man immer, wie viele Schläge braucht das Monster noch. Oder Monster kann auch ein Schaf sein. Muss der töten. Ja, was haben wir noch? Einmal ein komplett neues Texturenpack von uns. Dasselbe natürlich. Ja. Das damit war... wir eben nicht hier alles unterschiedlich haben, sondern. Genau, das war der Herr Sommer 1.5 V2 in 64x64. Danke an den Herr Sommer, vielen Dank. Grüß Gott, Sommer. Grüezi. Grüezi. Ja, und wie es alles anfängt, ihr seht schon hier bunte Blumen. Irgendwann. Oh, jetzt habe ich es auch noch im Inventar. Oh, viele bunte Blumen. Orange. Ja, da kriegt man halt aus diesen Regenbogenblumen kriegt man immer verschiedene Sachen raus, habe ich gemerkt. Echt? Ich habe jetzt Rot rausbekommen. Ja, Rosenrot. Ja, da, deswegen sind ja Regenbogenblumen, ne? Mighty Black. Auch wieder rot. Ey, wo ist das jetzt hin? Haben auch rot. Haben ja, wir hier? Ah, hier hinten, warte, hier hinten ist auch noch so eine. Es gibt auch Blumen, die man an Redstone. Also voll die Dummen, das sind hier, die da. Die sind das. Die gehen schwer abbauen. Welche? Wo bist du? Die hier. Glowflower, die macht Redstone Dust. Voll cool. Die leuchten ein wenig. Schau. Orchidee. Da wo ich bin, komm mal her. Komm mal rüber. Komm mal. Links. Ah, ja, Sekunde, ich komme. So. Ey, warum ist mein letzter. Da, die muss abbauen. Die weiße. Alter, warum ist da mein. Ah, krass. Last Death Point. Alter. Wo denn? Was denn? Bei mir ist ein, wo ich das letzte Mal bei dem Deathbed gestorben bin. Okay, der gehört da nicht dazu. Ich hab. Wie kann man die Punkte abblenden? Okay. Und hier ist jetzt auch eine andere Minimap. Ich weiß gar nicht genau, wie die hat. Auf jeden Fall sehe ich da Edgrafters Kopf. Ja. Sehen halt auch ein paar Monster hier in der Nähe. Ja, die Monster sieht man auch. Man sieht, wo man gestorben ist. Und eine erweiterte. Voll krass hier. Voll krass. Dann ja. Haben wir auch direkt hier so ein Materials and You. Was? Buch. Ein Buch habe ich hier. Ah, ja, ich auch. Gar nicht gesehen, das Buch da. Ah, das ist von diesen, weißt du, von dieser Äxte und so, die man selbst schmelzen muss. Oh, ein interessanter Mod. Okay, aber oh, alles in Englisch, ja gut. Ah, ja, da sind diese. Weißt du, wo du dann die Formen machen musst? Bank Pattern. Wir können mal so ein bisschen Modliste durchgehen. Crafter Pattern Chest. Boosted. Alter Rede. Natürlich. Schon gibt heftig. Es. Biblicraft haben wir drauf. Das ist das mit der ganzen Äxte. Wo sind die jetzt alle? Ah, Backpack ist auch drauf. Hier. Baumcraft, hier unsere kleinen Golems. Das gibt halt mal kein Lager mit Buildcraft oder. Power oder so, sondern da laufen halt kleine Golems rum. Genau, ja. Am Anfang haben wir ein normales Lager mit Kisten, weil ja, bis mit Golem kostet. Halt das kommt ja noch. Wir kennen uns ja halt, wie gesagt, wir kennen den Mod Thorncraft, aber auskennen. Nur nicht. Und, da ist er nochmal. Ah, noch eine kleine Neuerung. Wir wollen jetzt für euch 2 Videos am Tag rausbringen. Genau, bevor es. Also 2 Videos am Tag, ungefähr so 15 Minuten. Immer, da es ja eben, wie gesagt, nicht, denke mal, nicht so Riesenprojekte geben wird. Aber die Videos werden eben am Tag quasi zusammenhängend sein. Zum Beispiel, wenn wir Minen gehen oder eine Expedition irgendwo hin machen, das werden halt zusammenhängende Videos sein, aber eben 2 am Tag. Da könnt ihr euch eins anschauen und könnt euch dann aufs nächste freuen. Das kommt dann halt ein bisschen später. Also die Zeiten werden wir uns noch überlegen. So, genau. Sag ich mal ungefähr 4-5 Stunden auseinander, so in dem Dreh, mittags um 12, nachmittags um 4 oder so ungefähr, dass ihr halt vielleicht noch zum Abendbrot dann noch ein Video danach. Kleines Betthupferl habt. Ja, jetzt haben wir Nacht. Haben wir ein Problem. Ich würde sagen, aber in Schnee will ich nicht. Es ist blöd. Haben wir da irgendwie große Map mit X? Ach du Kacke, das ist alles Schnee. Nach Norden müssen wir gehen. Da oben kommt dann was weniger Schnee. Was haben wir denn hier? Güsal.
Güsal Green. Gibt Güsal Seeds. Was kann man das Tu essen? mal die Helligkeit von deinem Dings höher stellen, was der von Biden ist. Ah, ja, die habe ich noch gar nicht, Damit die oder? Leute ein Doch, die bisschen habe ich was schon. sehen. Habe ich schon auf Bright gestellt. Okay. Was ist denn das? Blue Orchidee, also blaue Orchidee. Was kann man daraus machen? Drücken wir mal U, dann wissen wir es. Ja, was kann man denn hier? Ich habe hier auch Crystal ein Ranch. Güsal Green. You Da kann find. ich ja einen Güsalkuchen draus machen. Das ist doch toll. Ah, für Wow. Power, für. Güsal Raw Pickles. Alter, also das sind halt für mich komplett neue Items, da habe ich keinen Plan, was ist, ne? Ich kann das nicht mal aussprechen teilweise. Nee, manche Sachen kann ich auch nicht aussprechen. Und wenn ich die Modliste durchgucke, dann kriege ich habe hier irgendwas mit meinem Auge. Das ist irgendwie. Mudflower. Ja. Ach du Kacke. Die Modlist sind für mich auch für mich auch böhmische Dörfer, weil da sind Sachen drin, Heute ganzen halt Schriftrollen und so, Kack. noch nie gesehen habe. Aber weißt du, was mich jetzt echt wundert? Wir stehen hier und kein einziges Monster ist. Man sieht schon Monster unterwegs, man sieht sie auf der Map, aber genau bei uns hier ist keins. Ja, vielleicht stehen wir hier gerade in so einem. Wollen wir hier hochgehen? Ja, gehen wir Oh. mal. Ich würde mal sagen, warten, fangen wir mal an, ein bisschen ein Schwert oder so. Komm, warten, da haben wir Ja, mal bald hin. ein bisschen Holz abhacken, Ah, ne? wer, Das. weißt du, welchen Mod wir noch drauf machen müssen? Multimine. Was? Multimine. Dass man zu zweit Was? einen Block abbauen kann. Multimine, also Ah, zu zweit okay. meinen. Da kann man zu zweit einen Block abbauen. Ja, ich. So, ja. Jo, ja. Oh. So, Baum ist weg. Immer. Wo bist denn du rum? Achso, Bin ich hier sehe dich. an der Kante stehe Das ich. Blöde ist, du hast fast den gleichen Kopf wie ein Creeper. Da verwechsel ich dich. Was? Ja. Jetzt. Was du denn? Über mir irgendwo. Ach da. Ah, ganz dunkles Holz. Hier? Was ist Spa. das? Ah, Spruce Wood. Genau. Okay. So. Hast du schon eine Ding Table Ja. gemacht? Crafting Table, wo Jo. denn? Hier oben. Da. Theoretisch können wir mit der Holzaxt, wir haben ja diesen Tweaker-PT drauf, könnten wir auch, weil wir haben ja kein OP, keine Plugins, gar nichts drauf. Ja, geht. Ich merke schon, ich habe da irgendwas gehört. Zwar nichts gesehen, aber gehört. Ich gehe No ho nochmal. brauche ich nicht. No. Dauert ein bisschen, bis der Baum gefällt wird. Also Holz habe ich schon mal ein bisschen, wenn du was brauchst. Ja, ich mache mir gerade ein Schwert und so. Ein Holz. Holzschwert. Holzsäbel. Alter, das schaut Ja, aus. wir haben auch so Mods noch draufgepackt, wie zum Beispiel Belkins Weapon Mod. Genau, ja. Ein bisschen hier so altertümliche Kniften Deswegen auch das und Texturenpack, das ist auch ein bisschen so auf alt ausgerichtet. ja. Geil, ey. Ich freue mich. Das wird mal ganz geil, mal was Mal ganz Neues. was Neues, ja, für mich überhaupt, ey. Ich bin ja nie der Vanilla-Spieler gewesen. Du hast ja ab und zu mal Vanilla gespielt. Ja, oh, ich muss mal ein Sound ein bisschen unterstellen, das ist ein bisschen. Ja, ich denke Vanilla, mal. ja gut, man kann aber eigentlich ja nicht Vanilla sagen, weil es ist ja, wie gesagt, wir haben 101 Mod drauf. Ja, Das ist ja aber die, sag Vanilla. mal, die Was halt auch cool Bauart. ist, guck mal, ihr seht es ja hier, guck mal. Also. Ey, geil, du hast voll dein. Du hast jetzt hast du deine Axt auf dem Rücken. Okay. Habe ich auch irgendwas auf dem Rücken? Ja, Mann, ich habe mein Schwert auf dem Rücken. Ja, auf dem Schwert, genau. Ja, Warte mal, das wenn ist ich auch jetzt das cool. Schwert auswähle, da habe ich die Axt auf dem Rücken. Ja, das ändert sich immer. Cool, ey. Aber das ist irgendwie randommäßig, ne, was er darauf Ja. packt. Geil. Sieht cool aus, weil du hast doch voll Jetzt die Axt auf mir. habe ich Vielleicht nichts müssen wir drauf. uns nochmal irgend so. Weil jetzt mein Skin sieht irgendwie so modern aus. Vielleicht mal gucken. So ein Vielleicht habt ihr coole Altertum, ne? Ideen. Wenn ihr coole Ideen habt für uns, schreibt es mal in die Kommentare oder schickt uns irgendwelche Links zu Skins, so ein bisschen altertümlich. Hab eben gerne so Skins, die total ausgeflippt sind, total Ja, hier wie sieht man meiner ja. jetzt, die ein bisschen doof gucken. Bisschen bla, das finde ich total geil. Wenn ihr da irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare oder schickt uns Links. Am Geil, besten da freue Links ich mich schicken, drauf. direkt Ja, in Links YouTube, schicken. im Forum, Twitter, Genau, Facebook, cool. wo auch immer, ist egal. Sehr cool, aber das wäre echt geil. Weil, sag mal, viele Leute haben gute Ideen. Genau, und überhaupt so Also. magic-mäßige Skins, also was irgendwie so Ja, zur Magie genau. passt. Aber da mit diesen ganzen Blumen, ey, da bist du ja auch verrückt, ehrlich gesagt. Ja gut, es gibt schon ganz schön viele Blumen hier, gell? Was du Heftig. da der ausgesucht Wollen hast für ein Mod. wir bräuchten mal ein kleines Zuhause. Ja, aber wie du gesagt hast, hier ein Schneebiom will ich auch nicht sein.
Schneebiom für dich. Ich finde Schnee total. Alter, ich werde angegriffen, Mami. Wo denn? Wo bist du? Keine Ahnung. Oh. Ah, da hinten. Oh, süßer für mich. Guck, jetzt seht ihr oben hier schön. Genau. Er hat noch 8, 4 und tot. Und man sieht auch, wie viel man abzieht. Ja, so, ich würde sagen, cool. Wie vorher gesagt, wir machen hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo wir dann endlich mal loslegen. Genau, da geht's los. Also, ciao. Bis gleich.